Heute zeige ich euch mal, wie ich meine Bratkartoffeln mache. Ich brauche Speck, gekochte Kartoffeln, als besten ist man nimmt Pellkartoffeln, eine Zwiebel und los geht's schon. Nachdem die Kartoffeln gekocht und geschält ist, schneidet ihr die einfach in groben, großen Scheiben runter. Man kann das einmal so machen oder wie ihr es vielleicht kennt von der Mutti, einfach das Messer nehmen, in groben Scheiben runterschneiden. So, wenn ihr dann alle Kartoffeln durch habt, nehmt ihr euer Speck. Die schneiden wir dann auch in schönen groben Streifen ab. Wer es jetzt nicht so grob mag, der kann natürlich auch den Speck einmal halbieren und schneidet das dann einfach runter. So, nachdem ihr den Speck runtergeschnitten habt, nehmt ihr die Zwiebel. Wir halbieren einmal die Zwiebel. Schneiden Sie einmal in die Mitte noch ein und auch in groben Stücken einfach runterschneiden. Nachdem wir die Kartoffeln geschnitten haben und die Pfanne erhitzt haben mit unserem Öl, packen wir die Kartoffeln scheibenweise in die Pfanne rein. Und da es eigentlich heute ja unsere Lieblingsbratkartoffeln werden sollen und vielleicht für unsere Lieben, die auch mitmachen, lassen wir uns ein bisschen Zeit dabei und legen die wirklich einzeln da rein. So, und ihr seht, wenn man mit der Pfanne hin und her wackelt und die Kartoffeln sich vom Boden gelöst haben, ist es Zeit, die Kartoffeln zu drehen. Und dann haben die schon auf der anderen Seite eine knusprige Farbe bekommen. So, die Kartoffeln sind auf beiden Seiten kross gebraten. Wir nehmen dann einfach mal die Kartoffeln vom Herd ab und gießen die, dass das Öl wegkommt, runter. Dann schmeißen wir den Speck und die Zwiebeln in die Pfanne rein, ohne Öl, und lassen wir sie ein bisschen anbröckeln. So, wenn die Zwiebeln und der Speck ein bisschen angeröstet sind, schmeißen wir ein bisschen Butter dazu und lassen wir auch noch schön damit einfließen. Da warten wir so lange, bis die Butter sich aufgelöst hat. Sobald das Wasser aus der Butter rausgelaufen ist, gießen wir unsere knackigen Bratkartoffeln dabei. Und ihr habt euch schon gewundert, Mensch, der hat ja noch gar kein Salz und kein Pfeffer. Das machen wir erst jetzt drauf. Ordentlich viel Pfeffer dabei. Und dann schwenken wir die ganze Sache einmal ein bisschen durch. Ja, das sieht schon gut aus. Und zum krönenden Abschluss noch ein bisschen frischen Schnittlauch. Wenn wir mal ganz frisch geerntet haben. So, zu unseren Bratkartoffeln servieren wir heute noch Backfisch mit Meerrettich und natürlich ein Weizenbier. Dann Mahlzeit!